Und dahinter verbirgt sich das Grausamste, das ich je gesehen habe. Eine Maschine, die tötet. Wegen schlechter Witterungsverhältnisse in Calgary wurde die Entscheidung in der nordischen Kombination auf morgen Sonntag, ja, oder jetzt gleich Sonntag verschoben. Da die deutschen Kombinierer Medaillenchancen haben, überträgt das ZDF ab 16 Uhr live aus Calgary. Die Sendungen Knopf ist Knoten und Dankeschön entfallen. Vielleicht Gold, vielleicht eine Medaille morgen für Deutschland, verehrte Zuschauer, vielleicht Geld. Viel Geld jetzt für einige von Ihnen. Die Lottozahlen. 10, 22, 27, 31, 44, 45, die Zusatzzahl 4. Und Spiel 77, 0, 8, 6, 9, 2, 0, 6. Und diese Zahlen wie immer ohne Gewähr. Auf der Suche nach verschollenen Astronauten landet im Jahre 4955 ein Raumschiff auf der von einer Atomkatastrophe verwüsteten Erde. Dort haben inzwischen intelligente Affen die Herrschaft angetreten und militante Gorillas regieren den Planeten. Dieser 1970 gedrehte Science-Fiction-Film Rückkehr zum Planet der Affen ist der zweite Teil der fünfteiligen Reihe Planet der Affen. Auch darin wird bei allen fantastischen Zukunftsvisionen nicht mit bissigen Seitenhieben auf Schwachpunkte unserer menschlichen Zivilisation gespart. Nimm dich in Acht vor dem Tier mit Namen Mensch, denn es ist des Teufels Pfand. Er allein unter Gottes Primaten tötet aus Sport, aus Lust oder Gier. Ja, er wird seinen Bruder morden, um seines Bruders Land zu besitzen. Sorgt dafür, dass er sich nicht zu stark vermehrt, denn sonst macht er aus seiner und deiner Heimat eine Wüste.